Jetzt finden wir hier noch was. Da ist gerade was runtergefallen. Spielzeugpistole. Man sollte vielleicht vorher drauf gucken, was man denn alles suchen muss. Nest. Bohrerhacke. Hallo? Das ist eine Sense, das ist keine Hacke. Schon mal gut erkannt hier. Sprühdose, Kopftuch. Kopftuch? Ja. Gabel. Glasdeckel. Wir müssen uns beeilen und suchen hier total sinnlose und nutzlose Dinge. Das ist natürlich optimal. Ach, da war die Hacke. Gut. Bohrer, Bohrer, Bohrer. Bohrer, Bohrer. Schön. War ich noch nie. Da. Sprühdose. Das ist keine Sprühdose, sondern eine Getränkedose. Danke. Gut. Benzinkanister haben wir. Wollen wir mal schauen, ob wir das Rad da hinkriegen. Wagenheber. Radmotor. Muss ich das mit dem Radkreuz noch festziehen? Ja. Immer schön über Kreuz festziehen. So. Und jetzt hier noch Benzin einfüllen. Einfach so aus dem Kanister. Deckel zu. Klappe zu. Einsteigen. Schlüssel. Und los geht's. Fahre zur Tankstelle. I have to take care of this tree. Ach, jetzt darf ich den erstmal hier zersägen. Oh, da ist ein Eichhörnchen weggeflogen. Weggeflogen. Weggerannt. So, jetzt sind wir an der Tankstelle. Sie ist da, aber ihr Freund nicht. My boyfriend's still not here. Don't worry. He'll be here any minute. Ich weiß nicht, warum wir uns das Schild jetzt gerade angucken. Aber sie ist da. Aber ihr Freund nicht. Where is he? Where is my boyfriend? Das ist eine gute Frage, Mädchen. Wo ist der Typ? Muss ich den jetzt noch suchen? Wo könnte der sein? Wo haben wir den? Wir haben den doch da in der Hütte. Haben wir den getroffen? Der war hier unten, der ist gegangen. Aber wo ist der hin? Ich benutze jetzt doch mal die Tipps, weil ich keinen Plan habe, wo der sein könnte. Wir sollen auf jeden Fall zur Kirche. Ist der da unten? Ah, hier können wir auf jeden Fall noch was finden. Das ist gut. Auch wenn es uns gerade ein wenig ablenkt. Taube, Sichelbrille.
So, Springer. Springer hier. Glocke Saphir, Krone. Der Saphir ist grün. Oder? Anscheinend nicht. Gut. Nee, Saphir war blau. Saphir blaue Augen, oder? Saphir grün? Keine Ahnung. Nee, Saphir war grün. Seltsam. Krone. Krone, Krone, Krone. Es ist seltsam, dass wir dem Prediger noch nicht begegnet sind, aber ich glaube, das ist auch besser so. Ich weiß nicht, was der mit uns anstellt, wenn er uns in die Finger kriegt. Sichel, Taube, Schlüssel, Handschuh. Wo ist denn hier eine Taube? Schlüssel. Handschuh. Da. Taube. Jetzt haben wir noch einen Messingkeil gekriegt. Jetzt fehlen noch zwei. Fehlen uns noch. Können wir die Dinger nicht kaputt jetzt mit der? Doch. Zack. Zack. Nochmal? Nee. Ach, nochmal draufhauen. Messingkeil. Was ist das? Eine komische Kerze. Okay. Der Opus kann uns wahrscheinlich auch nichts sagen. Gehen wir mal nochmal zum Grab runter. Ah! Hier können wir anscheinend auch noch was finden. Aber irgendwie bringt das nichts. Danke. Türhaken. Da. Ein Zepter. Achso. Schriftrolle, Bronzekeil. Das dürfte der vorletzte Bronzekeil sein. Yep. Stock. Bim, bim, bim. Schriftrolle. Brief 1. Blasebalg. Und Brief 2. Blasebalg. Und Brief 2 ist hier vorne. Letzter Messingkeil, okay. Gehen wir mal runter. Setzen das Ding hier ein. Oder schauen uns erst nochmal die Zettel an. Nee, das ist... Schauen wir mal. Anleitung. Drehe das Rad mit Hilfe der Zahlen, um unten das Passwort zu schreiben. Drehe im oder gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Ah, wir brauchen wahrscheinlich. Murder weapon. It's gone. Stolen. Hamilton? Oh. Na, da will wohl jemand seine Waffe zurück. 479268, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Wo ist der Dolch? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat ihn Hamilton. Aber diese Zahlen, die wir auf dem Runengedöns haben, haben damit wohl nichts zu tun. Haben wir hier sonst noch irgendwo vier Zahlen? Ich möchte einen Tipp. Also anscheinend können wir es schon lösen. Ich wüsste nicht, wo denn da noch Zahlen sind. Die Zahlen haben wir schon benutzt. Hm.
Sind hier vielleicht welche drauf? Asmodai. Vielleicht sind irgendwo anders noch Zahlen drauf. Vier Zahlen brauchen wir. 1039 vielleicht? Die Fallnummer? Ich raff das noch nicht ganz. Ach! Ja, Dingens. Kacke. Moment, das müssen wir anders machen. Okay, 2 hier hin. 3 zurück vielleicht. 1, 2, 3, 4. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hier hin vielleicht. 1, 2 hier hin. Nee. Oder 3 zurück. 4. Wir kommen irgendwie immer. Oder hier ist noch ein M. 1, 2, 3, 4. 1, 2 zurück, genau. 1, 3 zurück. 4. 2 zurück. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kacke. Jetzt müssen wir doch auf das D kommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das geht doch gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach doch. Tatsache. Mist. Nochmal von vorne. 3 zurück. 2 zurück. 3, 4, 5, 6, 7. 7 zurück. 2, 3, 4 zurück. 1, 2, 3 hin. Nein! Verdammt. Also das Lösungswort ist auf jeden Fall Asmodai. Das stand ja da auch auf dem Bild da drauf. Zurück. Und 3. So, jetzt aber. Yep. Das ist offen. Hier haben wir so ein seltsames Horn. Und der Rest von dem Runencode. Auf diesem Stück Papier stehen
Einige Runen. Sie ähneln jenen, die ich auf der Zeichnung der Glocke gefunden habe. Es könnte ein wichtiger Code sein. Ich weiß es erst, wenn ich den Rest der Seite finde. Hier sind alle drei Teile. Wo habe ich sie gesehen? An einem Stein auf dem Hügel. Die Zahlen könnten der Schlüssel sein, doch sie nützen mir erst, wenn ich diese Runen aktiviert habe. Aha. Wie aktivieren wir diese Runen?